Tag, Terranerinnen und Terraner. Eine Woche ist seit dem Koloniakon ins Land gezogen. Eine Woche, die so schnell vergeht wie, also auf Trokan ist da ja dann die komplette Evolution erfolgt. Und war die Woche weg und ich habe immer noch eine unausgepackte Koloniakon-Tüte hier liegen. Die wollen wir jetzt mal auspacken. Wobei ist die Frage, es ist kein Unboxing, weil es ist ja keine Box, ja, also... kein Unenveloping, hatte ich auch schon, jetzt kein Umschlag, eine Ausbeutung, ist doof, Unbügeling, sagt man in Köln, das ist ein Bügel, nee, und den auszupacken ist ein Unbügeling, also Austütung, klingt auch doof, nee, also packen wir mal. So, hier, Koloniakon 1982 bis in Ultimo. Da ist drin, haha. Der Bastei-Gespenster-Krimi, die Gule von Graumanndorf. Herrlich. Achso, und das einzige Autogramm, das ich, weil ich hatte tatsächlich von Dieter Bohlen noch kein Autogramm. Aha. Neuauflage des Gespenster-Krimis. Herrlich. Ein Verlagsprogramm vom Blitz Verlag. Die, ja, genau. Was machen die genau? Hier, die geben die Terra-Sachen neu raus. Dann haben wir darin Orbit, Zeitschrift für Science Fiction and Fantasy. Sommer 1986, was ist das? Forrest J. Ackerman, Wolfgang Jeschke, Frank Herbert. Ist das eine niederländische Science Fiction Zeitschrift? Oho. Das ist ja hier T-Shirts, Tyco, das ist eindeutig niederländisch. Hinten schön mit einer Periroda-Anwerbung drauf. Zeitschrift für Science Fiction und Fantasy. Oh, sehr großartig. Confiction. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. The 48th World Science Fiction Convention. 1990, Niederlande, Den Haag. Guests of Honor, Joe Holtman, Harry Harrison und Wolfgang Jeschke. Diesmal englischsprachig, aber auch was mit Niederlande-Bezug. Schön. Ein bisschen kellerösen Geruch, aber gehört so. Also kellerös, kellerartig, ne? Ist klar. So, hier. Das ist mein Konschild. Ich habe mich nicht vorher angemeldet. Das ist ein Autograf von Robert Corvus. Das werde ich in 3000 Jahren gewinnbringend verkaufen. Hat er nämlich geschrieben. Aha. So, oder meine Nachkommen. Was haben wir da noch? Wolfgang Holbein, Charity der Sterneninferno. Ja, Wolfgang Holbein. Also ich komme aus Düsseldorf, er aus Neuss. Mehr Gemeinsamkeiten haben wir nicht. Er hat einen Bart, ich habe einen Bart. Ich muss ehrlich gesagt sagen, zu Holbein hatte ich bisher nie so den Draht. Der war mir immer so ein bisschen so Fantasy-lastig. Aber gut, geschenkt Barsch, guckst du nicht in die Kiemen. Charity, die im 21. Jahrhundert versprengte Pilotin der Space Force, hat ihr Ziel beinahe erreicht. Die Invasoren sind von der Erde vertrieben worden. Die schwarze Festung, bla bla bla. Ist bestimmt aus so einer Reihe. Lizenzausgabe aus dem Bechtermünzverlag. Na gut, schön, schön, schön. Schön, weiter. Weiter. Also die Dicken sind jetzt weg. Jetzt kommen Kleinigkeiten. Perry Rhodan, willkommen in deinem Kopfkino. Das ist der aktuelle Flyer zur Serie. Kann man übrigens anfordern, glaube ich. Bei info@perirona.net. Genau. info@perirona.net. Dann kriegt man ein schönes Infopaket. Genauso dasselbe hier mit Neo. Das ist auch eine Broschüre, die habe ich noch nicht. Die alten, ja, die kommen schön in meinen Ordner für Broschüren. Der Hexenwürger von Blackmore. John Sinclair Hörspiel. Geisterjäger aus John Sinclair. Das ist geil. Großartig. Dann haben wir hier drin die Perry Rhodan Postkartenkollektion. Nummer 14. Habe ich schon einige von. Ich sammle die nicht akribisch Stück für Stück. Aber ist immer mal wieder schön. Es gibt auch Leute, die schreiben die. Mal gucken. Aufkleber-Sets, Neo-Aufkleber,
Habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Colonia Con 25. Ach so, das ist hier wahrscheinlich die Postkarte, weil das ja ausgefallen ist wegen der Corinna. Ist da, ne? Ja, ho, 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 ho. Ach, guck, da ist sie noch ein zweites Mal reingerutscht, die Colonia Con Postkarte. Und der Garchen Con findet nächstes Jahr auch statt. Das ist so das übliche Kontütengetüte. Eine Atlantis-Leseprobe. Habe ich schon gelesen. Ersten Band ist gut. Ein hübscher Colonia-Con-Aufkleber. Das ist doch, ich glaube, Fennisch ist das Adjektiv dafür. Mag ich. Ein Bierdeckel vom SFCD. Auch schön Fennisch. Mag ich. Das sieht nach einem offiziellen Produkt aus. Hier 60 Jahre Periode. Ein Atlantis-Lesezeichen. Ja. Vom guten Thomas Ravenstein, Nebula und ach, das radiofreies Ertrus hat auch ein hübsches Lesezeichen dabei. Schön, 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 schön. Einer dieser unersetzlichen Periroda-Kugelschreiber. Nicht, dass ich nicht drei schon hätte, aber ich bedanke mich für jeden einzelnen. Das ist doch schön, ne? Bleistift Colonia Con, wenn man mal selber wieder was schreiben will. Da hätte ich mir ja gar kein Loch ins T-Shirt stechen müssen. Unerhört. Hier, T-Shirt, ne? Das schöne T-Shirt von Christian Wöhler. Die wunderbare Welt der Heftromane. Danke, Christian. So, was haben wir denn noch? Science Fiction hoch 3. Ein Werbeflyer des Magazins Exodus. Das Colonia Con Programm, das irgendwie auch schon überholt war. Ich habe im Blog ein bisschen was über das Programm geschrieben. Die Menschen waren das Wichtigste. Haha, Science-Fiction-Treffen in Speyer, wo auch der Speyerer Roland Stammtisch natürlich. Speyerer? Speyeraner? Speyereller? Keine Ahnung. Also der Stammtisch aus Mannheim, ne? Die haben da in Speyer im Technikmuseum an dem Tag auch einen Stand. Und dann haben wir hier noch was Eingeschweißtes. Colonia Con. Das Jahr 2022, die überlebt haben. Mache ich das jetzt auf? Ja, ich mache das jetzt auf. Hinten eine, wie könnte es anders sein, hübsche Werbung von Fantastisch. Vorne, das ganze Team wird niedergemäht vor dem Dom. Vorwort von Ralf Zimmermann. Von 2018 noch was von Achim Menot, ein Vorwort. Und dann haben hier drin geschrieben Achim Menot, Dieter Bohn, Werner Gieser, Alexandra Tinley, Klaus Frick, die Perioden-Fanzentrale, Ute Ratsch, der Markus Regler hat was geschrieben, Thomas Kolbe. Schön, also eine, wie das bei einem Con-Buch zu sein hat, eine bunte Mischung aus Fanbeiträgen, Werbung, Geschichten. Einfach ein schönes Zeichnung, Fanzeichnung, ein schönes Querleserchen, ein guter Einblick, toller Einblick ins Fandom. Hier zum Beispiel die alten Meister der Eastside von Dieter Bohn, da hat er ein kleines Making-of gemacht. Schön, tolles Buch. Ich mir bestimmt noch mal genauer angucken mit einer 100, wie sollte es anders sein, 42 Seiten. Herausgeber weiß das, Colonia Con. Schön. Auch das mit dem Mähdrescher finde ich echt witzig. Ja, Colonia Con, geht das nur weiter oder nicht? Ah, hier ist ja noch was drin. Hier ist ja noch was drin. Peri Rodan, 5. Auflage. Ein Doppelband. Aus dem Zyklus Die kosmische Hanse.
Unheil über Kran und das Orakel mit Periodenchronik. Aus der 5. Auflage bin ich noch gar nicht so gut aufgestellt. Wobei ich die ja sehr interessant fand, da als Doppelband und mit teilweise anderen Titelbildern, so aus Sammlersicht, fehlt mir da noch was. Umso schöner, dass ich jetzt hier ein Exemplar von habe. Gucken, ob ich dann irgendwann meinen Hefterhaufen, so, der ist ja im Anbau, ob ich den Anbau aufstocken muss, an Turm irgendwie errichten muss. Ja. Ach, guck, da ist noch was drin. Kollektion Corvus, robertcorvus.net, hier seine Bücher, die er im Selbstverlag, Crowdfund, nee, Selbstverlag, glaube ich, rausbringt. Schön. Ja, also, liebes Kolonia-Kon-Team, so sieht eine Tüte aus. Und zwar eine Tüte, die sich gewaschen hat, die richtig klasse ist, wo man viel von hat. Ich packe das jetzt, jetzt kommt die Einbeutelung, die Inbügelung. Wieder. Büdel wäre Düsseldorf, Bügel wäre Kölsch. Nee. Also die Versackbeutelung, die kommt jetzt hier. Schön finde ich diese niederländischen Zeitschriften, ganz großartig. Also ihr habt euch echt super Mühe gegeben, total klasse. Und das Ergebnis dieser Kontüte, Magic, ist eine Benchmark. Die müssen andere Kontüten erstmal knacken. Also, Braunschweig bin ich nicht da. Für mich war es das mit Cons. Nächstes Jahr Brühlcon, sind wir am Arbeiten, Leipziger Buchmesse. Gucken, was geht. Garchenkon ist gesetzt. Schön war's. Richtig schöne Koloniakon. Echt Spaß gemacht. Bin gerade so ein bisschen wehmütig, merkt ihr, ne? Ja. Aber war wirklich toll. Auch wenn ich am Abend vorher nicht da war, viel mit Leuten gequatscht, hat richtig Spaß gemacht. Ja, also, ich habe euch das Tütchen jetzt gezeigt und nun gucke ich mir das Tütchen nochmal in aller Ruhe an. Aber das würde dann, sagen wir mal, die Länge eines vertretbaren Videos sprengen. Also das, nein. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und tschüss.